Ewige Rätsel. Unerklärliche Phänomene. Wo sich Wissen und Glauben berühren. Wie weit wir gehen dürfen. Und warum wir nicht auf alles eine Antwort haben. Grenzfälle der Wissenschaft. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Schon der alte Goethe wusste, dass es mehr gibt zwischen Himmel und der Erde, als sich Schulweisheit erträumen lässt. Seitdem hat die Wissenschaft enorme Fortschritte gemacht und unsere Schulweisheit in vielen Dingen stark bereichert. Doch zu jeder neuen Antwort scheinen mindestens zwei neue Rätsel aufzutauchen. Wir wollen heute zeigen, wo die Welt der Fakten und der Wissenschaft an ihre Grenzen stößt. Wo hört das Wissen auf und wo fängt Glauben an? Wie weit dürfen Menschen gehen in ihrem Streben? Ist da etwas jenseits unserer Schulweisheit? Die Grenzfälle der Wissenschaft. Unser erster Fall. Wenn die Forschung keine Antwort findet, schlägt die Stunde der Fantasie. Sibirien, 30. Juni 1908. Ohne irgendein Vorzeichen kommt es hier im abgelegenen Bergland von Tunguska zur größten Explosion in der Geschichte des Planeten. Mehr als 3000 Mal stärker als die Bombe von Hiroshima. Nur wenige Menschen werden Zeugen. Ein knappes Dutzend Jäger vom Stamm der Tungusen und tausende Tiere sind auf der Stelle tot. Die kommenden Nächte sind selbst im fernen London so hell, dass man im Freien die Zeitung lesen kann. Das Ereignis in Sibirien gehört zu den Ereignissen, die Menschen völlig aus ihrer Ruhe gerissen haben. Erst 1927, 19 Jahre danach, erreicht eine Expedition den Ort der rätselhaften Detonation. Er liegt hunderte Kilometer von der nächsten Bahnlinie entfernt, mitten in einem unwirtlichen Sumpfgebiet. Der russische Geologe Leonid Kulik will beweisen, dass bei Tunguska der Einschlag eines großen Meteoriten stattgefunden hat. Doch Kulik und seine Männer finden nur eine endlose Fläche verkohlter Bäume. Keinen Krater, keine Trümmerteile aus dem All. Ein Befund, an dem sich bis heute nichts verändert hat. Hat sich der Meteorit so tief in den sumpfigen sibirischen Boden gebohrt, dass er nicht gefunden werden kann? Oder war der Eindringling gar nicht aus dichtem Gestein, sondern ein Komet aus Eis und Gas, der in der Atmosphäre explosionsartig verdampft ist? In der Forschung gilt die Kometentheorie als ebenso wahrscheinlich wie die vom Meteoriten. Die Erde dreht sich seit 4,56 Milliarden Jahren um die Sonne. Gut, so weit, so gut, das macht sie prima. Was könnte alles mit ihr passieren? Könnte sie mit anderen Planeten zusammenstoßen? Das ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil die Planeten alle auf sehr stabilen Bahnen laufen. Aber sie könnte eben mit Asteroiden zusammenstoßen. Und diese Asteroiden müssen keine besonders großen Brocken sein. Aus dem Weltall könnte natürlich nicht nur Unbelebtes kommen. Eine der gewagteren Theorien zu Tunguska lautet, ein UFO habe Wasser auftanken wollen im Baikalsee und sei durch eine Panne abgestürzt. Einige Leute sagen auch, dass es sich um UFO handelte. Und sogar, es gab sogar 2004 russische Forscher, die meinten, sie hätten ein UFO gefunden. Ja, aber man hat von denen bis heute nichts mehr gehört, von daher war das wohl nichts. Nächster Versuch. Wie wär's mit einer durch und durch irdischen Ursache? Kein Scherz, aber doch eine Außenseitertheorie. Ein riesiger Schwarm Stechmücken soll über Tunguska explodiert sein. Vergleichbar mit einer überdimensionalen Staubexplosion. Nicht möglich, es kommt noch schlimmer. Zeitweise gerät der Physiker Nikola Tesla in Verdacht.
hat er von New York aus mit einem missglückten Stromexperiment die Explosion von Tunguska ausgelöst? War es ein schwarzes Loch, das auf die Erde fiel? Oder gar eine Atombombe des Kalten Krieges, die aus der Zeit gefallen ist? Das Aufkommen der exakten Naturwissenschaften ist ja erst wenige Jahrhunderte her, während es die Menschheit ja schon viel länger gibt. Das heißt also, der Glaube an höhere Mächte und so ist sehr stark in uns verankert. Tunguska, ein Phänomen wie geschaffen für die Fantasie des Menschen, gerade weil die seriöse Wissenschaft im Dunkeln tappt. Kein Wunder, dass der Fall Tunguska auch die Kunstszene bewegt. Im Musikvideo der Rockband Metallica kommen aus Tunguska rätselhafte Spuren, die Menschen in Zombies verwandeln. Zurück zur Realität. 1999 wird die Fachwelt von einer neuen These elektrisiert. Demnach könnte eine große Erdgasblase plötzlich aus dem sibirischen Boden in die Atmosphäre gelangt sein. Die Folge wäre eine Explosion gigantischen Ausmaßes. Die Tunguska-Katastrophe als vulkanisches Ereignis? Als sogenannter Verne-Shot, benannt nach Jules Verne? Ein Streit, bei dem sich die beiden derzeit gängigsten Thesen völlig widersprechen. Die Ursache für den Megaknall von Tunguska, kommt sie aus den Tiefen der Erde oder doch aus dem Weltraum? Die Standardhypothese, würde man sagen, oder vielleicht die Standardfolklore zu dem Thema, würde man heute sagen, es handelt sich um einen Himmelskörper, der in die Atmosphäre eingedrungen ist und in einer gewissen Höhe über der Erdoberfläche explodiert ist. Und die Druckwelle hat genau das angerichtet, was man eben heute immer noch, man kann es immer noch sehen, in Sibirien beobachten konnte und heute immer noch beobachten kann, nämlich eine massive Zerstörung. Wir wissen nicht alles über Asteroiden und Kometen und auch große Gasexplosionen kommen sicher nicht jeden Tag vor. Von daher haben wir einfach keinen Vergleich. Ja? Und ich denke, ja, eines Tages werden wir mehr über Asteroiden und Kometen wissen und wir werden herausfinden, was es war. Doch je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird die Suche nach den Spuren. Ein kniffliger Grenzfall der modernen Wissenschaft, der nur vage erahnen lässt, welche verheerenden Überraschungen das Universum bereithält. Ob sich die Menschheit jemals wappnen kann gegen Ereignisse wie das von Tunguska, steht in den Sternen. In unserem nächsten Fall geht es um die Grenzen der Moral. Wie weit dürfen wir gehen beim Versuch, Menschen zu optimieren? Die Schweiz, St. Gallen, 1972. Scheinbar moderne Zeiten, auch bei den Eidgenossen im katholischen Nordosten. Auf dem Laufsteg wird viel Hautfreies gezeigt und im Kino läuft der vierte Teil des Schulmädchen-Reports. Im selben Jahr findet im Kantonsspital von St. Gallen ein Eingriff statt, der ans finsterste Mittelalter erinnert. Eine 18-Jährige wird zur Abtreibung gezwungen und während des Eingriffs sterilisiert. Von Amts wegen. Ich wusste schon, was das bedeutet, Sterilisation. Aber ich war so beschäftigt damit, dass man mir dieses Kind genommen hat, dass ich gar nicht klar denken konnte. Ich musste überleben. Man hat mir dieses Kind genommen und das war damals, als hätte man mir das Herz rausgerissen. Ein Psychiater hatte zuvor entschieden, dass, Zitat, aus eugenischen Gründen ihre Fortpflanzung verhindert werden sollte. Bernadette Gechter wird das Opfer einer medizinischen Fachrichtung, die lange Zeit auch in Deutschland fanatische Anhänger hat. Die Verhütung erbkranken Nachwuchses ist ein sittliches Gebot. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist die Wiederherstellung eines Naturgesetzes, das wir Menschen in falscher Humanität durchbrachen. Falsche Humanität? Eugenik heißt die sogenannte Lehre von der Erbgesundheit. Das erste Gesetz zur Zwangssterilisation tritt 1907 in Kraft, in den USA.
Es gilt in 30 Bundesstaaten und bald auch in vielen europäischen Ländern. Wenn man genetisch angeblich Minderwertige an der Fortpflanzung hindere, so glauben die Eugeniker, könne man nicht nur Erbkrankheiten bekämpfen, sondern auch Verwahrlosung und Kriminalität. Klassisch ist das Beispiel derjenigen, die die Erblichkeit des Kropfs behaupteten, noch lange nachdem bewiesen wurde, dass das eine Folge des Jodmangels ist. Es wurde auch behauptet, Schwachsinn sei erblich, es wurde behauptet, Gehörlosigkeit sei erblich. Nirgends gehen die Eugeniker radikaler vor als in Hitlers Deutschland. Mindestens 300.000 Menschen werden als Zitat unwert eingestuft und ermordet. 350.000 werden zwangsweise unfruchtbar gemacht. Nach 1945 bleibt die Zwangssterilisation in vielen Ländern erlaubt, auch in der Schweiz. Eigentlich war die Diagnose hirnorganische Störung. Mit einer hirnorganischen Störung war man haltlos, triebhaft. Und ja, diese Worte gebrauchten sie. Also bitte. Also, wenn man einfach nur leben will wie alle anderen Jungen. Eine ungewollte Schwangerschaft wird Bernadette Gächter zum Verhängnis. Ihre Ärzte und Pflegeeltern glauben, sie sei von Kindheit an, Zitat, genetisch vorbelastet. Ich habe keinem Menschen was zuleide getan. Und wieso machen die das mit mir? Ich verstand das nicht. Ich konnte es nicht verstehen. Erst später, als ich all die Akten dann sah und die ganze Tragweite erfasste, was man auch mit meiner Mutter gemacht hat. Und ja, und ich bin unter dem Stern geboren, dass ich komme ja vom Abschaum. Und da kann ja nichts Gutes sein, oder? Schon die Mutter war als angeblich triebhafte Psychopathin zwangssterilisiert worden, nach der Geburt zweier unehelicher Kinder. Dass Bernadette Ausbildung und Schule problemlos abgeschlossen hat, spielt bei der Diagnose keine Rolle. Ja, im Nachhinein denke ich immer, warum hast du dich nicht gewehrt, warum hast du dich nicht gewehrt. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die dich da bearbeiten. Das ist so wahnsinnig als Jugendliche und mit bei den Leuten, die du gern hast, die dich großgezogen haben. Das ist deine Familie, du kennst nichts anderes. In Teilen der Schweiz sind solche Zwangssterilisationen bis 1985 erlaubt. Die Zahl der Betroffenen wird auf mehr als 10.000 geschätzt. Auch in den USA und in Skandinavien werden tausende Frauen und Männer unfruchtbar gemacht. Bis in die 70er Jahre. Nur wenige der Opfer wagen sich in die Öffentlichkeit. Das holt dich bis ans Lebensende ein. Heute bin ich in einem Alter, wo ich dann denke, wo ich Frauen in meinem Alter sehe und die haben dann Großkinder und die haben so Freude an diesen Großkindern und dann denkst du, ja, das kannst du auch nicht haben. Nichts kannst du mehr haben. Das ist so endgültig bis ans Lebensende. Unrecht, das nicht vergeht. Ein Antrag auf Entschädigung wird vom Parlament in Bern abgelehnt. Eine Rückkehr zu den brutalen Praktiken der Eugenik scheint heute ausgeschlossen. Doch der Traum von Menschen ohne Makel hat eine neue Wissenschaft entdeckt. Die Gentechnik. Das ist schon die Wiederkunft einer Vision, dass man das Leiden, die Krankheit, das Abnorme, das Monströse, dass man das besiegen und ausschalten könne. Letztlich gehört das aber zur menschlichen Wesenheit, dass nicht alle schön und gesund sind. Durch die sogenannte Präimplantationsdiagnostik können bestimmte schwere Erbkrankheiten zuverlässig bekämpft werden. Doch wie weit darf die Forschung gehen? Wer bestimmt, was gesund ist und was krank? Die moralische Grenze, das ist eine, die wir selber erzeugen, ist was völlig anderes. Vielleicht die schwierigste Grenze überhaupt. Neue Chancen, alte Risiken.
Der Traum von der Optimierung des Menschen. Ein Grenzfall, der nicht nur der Wissenschaft überlassen werden darf. In unserem nächsten Fall geht es um eine der ältesten Fragen der Menschheit. Wo hört Wissen auf? Wo fängt Glaube an? Geheilt durch die Kraft des Glaubens, ohne moderne Medizin. Wunderheilungen. Frommer Schwindel? Lukratives Geschäft mit kranken Gläubigen? Oder doch Kräfte jenseits aller Schulweisheit? Seit den Wundertaten in den Evangelien zählt die Geschichte der Christenheit mehrere tausend Fälle eigentlich unerklärlicher Heilungen. Rom 2005. Trauer um Johannes Paul II. Auf dem Petersplatz fordern die Menschen Santo Subito, sofort heilig sprechen. Am 1. Mai 2011 wird es soweit sein. Sie liefert das nötige Wunder für die Seligsprechung. Marie-Simon Pierre behauptet, ihre Gebete zum verstorbenen Papst hätten sie von der Parkinson-Krankheit geheilt. Es gibt keine Worte, um das zu erklären. Wenn du glaubst, dann wirst du den Ruhm Gottes sehen. Man muss im Glauben leben. Und ich kann ihnen nur sagen, ich bin geheilt. Kann allein der Glaube heilen? Wissenschaftler finden Jahr für Jahr mehr über die intensive Wechselwirkung zwischen Körper und Geist heraus. Die komplizierten Schnittstellen zwischen Psyche und Physis, liegt dort auch der Schlüssel zum Phänomen der sogenannten Wunderheilungen? Die Psyche spielt eine große Rolle. Und wenn man an etwas sehr stark glaubt, dann kann es durchaus gut sein, dass es eintritt. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Ja. Auch ihm soll ein Wunder widerfahren sein. Als Kleinkind kann Kevin Jeremy weder stehen noch aufrecht sitzen. 1986 wird der offenkundig kranke Junge von Johannes Paul II. Während einer Messe gesegnet. Ist in diesem Moment ein Wunder geschehen? Kevins Familie auf der Karibikinsel St. Lucia glaubt fest daran. Kevin konnte ja nur krabbeln. Aber auf einmal stand er auf und begann zu laufen. Wir riefen, Mama, Mama, sieh dir das an, Kevin läuft. Ich habe gerade Wäsche gewaschen. Aber als ich das hörte, lief ich die Treppe rauf. Sie sagten zu mir, Kevin läuft. Da sah ich ihn. Und tatsächlich, er konnte laufen. Kevin lachte, wir alle lachten. Ich möchte Gott vor aller Welt preisen. Für den damals behandelnden Arzt ist die spontane Heilung ein Rätsel. Als ich hörte, dass Kevin laufen konnte nach dem Besuch des Papstes, war ich fassungslos. Ich konnte es nicht glauben. Als Arzt kann ich Ihnen nicht erklären, was da medizinisch passiert sein mag. Es muss wohl tatsächlich so etwas wie ein Wunder sein. Unglaublich. Darf also als Wunder gelten, was wir auf Erden nicht erklären können? Auch sie soll unheilbar Kranke geheilt haben. Mutter Teresa, die kleine Frau mit dem großen Herzen, der Engel der Armen von Kalkutta. Die Inderin Monika Besra behauptet, Mutter Teresa habe sie von ihrem Krebsleiden geheilt. Ihr Arzt sieht das anders. Das war kein Wunder. Sie wurde über 9 Monate mit Medikamenten behandelt. Dadurch ist ihr Tumor verschwunden und nicht wegen eines Wunders. Das war die medizinische Behandlung. Wirkungsvolle Pharmazie oder Kraft des Glaubens? Die Kirche erkennt die Wunderheilung der Monika Besra an und spricht Mutter Teresa 2003 selig.
dieses Wort Wunder ist eine religiöse Interpretation, aber dass es Spontanheilungen gibt, das ist unbenommen. Also das weiß jeder Mediziner. Ich glaube, es wäre für die Medizin ein Triumph, wenn man wüsste, wie diese Heilungen funktionieren. Weil wenn man das verstünde, würde man zwar, das würde möglicherweise zum Zusammenbruch der Pharmaindustrie führen, aber insgesamt hätte man dann natürlich eine Möglichkeit, in der Medizin ganz anders vorzugehen, als wir das heute tun. Heilung jenseits der Schulmedizin? Ein Grenzfall voller Hoffnungen für viele Patienten, ob mit oder ohne starken Glauben. Unser nächster Fall. Zwischen exakter Berechnung und Wahrsagerei. Warum das Klima der Erde so heiß umstritten ist. Die Welt am Abgrund. Es droht die Apokalypse. Mit diesen Bildern werden 2009 die Teilnehmer des Weltklimagipfels eingestimmt. Als Appell, schnell zu handeln. 97% der Experten weltweit gehen derzeit davon aus, dass die Erde sich erwärmt und dass der Mensch daran schuld ist. Doch in der Öffentlichkeit halten sich Zweifel. Ist die Geschichte nicht voll von falschen Propheten und angekündigten Untergängen? So wie bei Zarathustra vor mehr als 2.500 Jahren. In der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Oder später bei Nostradamus? Warum sagt der Mensch sich so gern den eigenen Untergang voraus? In einer gewissen Weise sind diese Endzeitprophezeiungen sozusagen Projektionen von dieser Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Also interessanterweise habe ich festgestellt, dass sehr viele, die davon beeindruckt waren, von diesen Endzeitprophezeiungen, Menschen waren, die sich nicht mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen konnten oder das nicht akzeptieren können, dass sie sterben müssen. Bislang hat der Planet jede angekündigte Apokalypse überstanden. Und auch die seriöse Wissenschaft liegt häufig daneben mit alarmierenden Prognosen. 1973 sagt der Club of Rome die, Zitat, Grenzen des Wachstums voraus. Den Kollaps der Erde durch Überbevölkerung und das Ende der Ressourcen bis zum Jahr 2000. Eingetroffen ist das nicht. In den 80er Jahren wird der Tod der Bäume angekündigt. Waldsterben. 20 Jahre danach gibt es zum Glück noch immer deutsche Wälder. Die Klimawissenschaft selbst prognostiziert noch Mitte des 20. Jahrhunderts eine neue Eiszeit. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Eisbären sind nicht auf dem Vormarsch, sondern vom Aussterben bedroht. Ist die heute gültige These von der gefährlichen Erwärmung der Erde also möglicherweise auch eine Fehlprognose? Und selbst wenn die Erwärmung existiert, vielleicht ist sie ja in Wahrheit natürlichen Ursprungs. Die Förderung klimaschonender Technologien wäre dann ein Milliardengrab. In Berlin wird mobil gemacht. Diese Herren versammeln sich 2010 zur Gegenveranstaltung zum Weltklimagipfel. Sie halten die Modelle der Wissenschaft für falsch und prangern einen, Zitat, Klimaschwindel an. Steckt hinter dem Klimawandel eine Verschwörung? Will der Weltklimarat gar die Ökodiktatur? Geht es in Wahrheit nur um Macht und das Image von Politikern? Um die strategische Unabhängigkeit von Öl und Gas aus unsicheren Weltregionen? Um die Beschränkung von Demokratie und Freiheit? Genüsslich weisen die sogenannten Klimaskeptiker auf Fehler des Weltklimarats hin. In dessen Papieren heißt es, die Gletscher im Himalaya seien bis 2035 geschmolzen. Eigentlich muss es heißen, bis 2350. Dann werden auch noch E-Mails bekannt, nach denen Daten, die nicht zur Erwärmung passen, unterdrückt werden sollten. Wird der Streit um die Zukunft des Planeten missbraucht?
Werden Daten absichtlich verfälscht, Gegner gezielt mundtot gemacht? Ein Wissenschaftler muss es erlaubt sein, alles zu sagen, was er sagen will, und wenn es noch so verrückt ist, auch wenn es noch so unplausibel ist. Er muss alles sagen dürfen und man darf ihn nicht dran hindern. Aber das ist natürlich nicht alles, denn er muss für alle seine Behauptungen, das ist eine Pflicht, die dazu kommt, also das eine ist ein Recht, er muss alles sagen dürfen, was er sagen will. Aber er muss es auch begründen. Tatsächlich sind sich inzwischen alle seriösen Forscher einig, die Erde wird wärmer. Und der Mensch ist dafür der entscheidende Faktor. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die steigende Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre nachgewiesen. Seit den 70ern die kontinuierliche Erwärmung der Erde belegt. Kohlendioxid in der Atmosphäre wirkt wie ein Treibhaus. Sonnenstrahlen können die Erde ungehindert erwärmen. Die Wärmeabstrahlung zurück in den Weltraum wird blockiert. Der Planet wird im Jahresschnitt gemessen wärmer und wärmer. Durch nachgewiesene Zahlungen der Ölindustrie haben die Vertreter der Klimaskeptiker inzwischen erheblich an Glaubwürdigkeit verloren. Ihre Thesen aber finden in der Öffentlichkeit noch immer Zustimmung. Wollen wir vielleicht einfach nicht wahrhaben, dass wir den Planeten verändern? Man kann sich nicht vorstellen, dass wir mit unserer Tätigkeit des Einzelnen, mit der Art und Weise, wie wir uns bewegen, in der Art und Weise, wie wir leben und so weiter, dass wir dafür zuständig sein sollen. Und gerade die westlichen Länder, also Europa und Nordamerika, die haben ja am meisten zu dem Klimawandel beigetragen. Sie sind die reichsten Teile der Welt und sie sind diejenigen, die in den letzten 150 Jahren am meisten Kohlendioxid in die Atmosphäre gejagt haben. Wir sind diejenigen, die auf der Anklagebank sitzen. Ja. Und der Weltuntergang, steht er nun wirklich bevor? Wie sich die globale Erwärmung im Detail auswirken wird, können auch die leistungsstärksten Computer nicht berechnen. Die Komplexität des Weltklimas lässt die Forscher nach wie vor an ihre Grenzen stoßen. Vermutlich wird es Gewinner des Wandels geben und Verlierer. Der Letzte macht das Licht aus. Die Welt probt das schon einmal, zumindest symbolisch, immer für eine Stunde. Einmal im Jahr. Unsere nächste Frage ist mindestens 2000 Jahre alt und noch immer unbeantwortet. Versunken im Meer. Mythos oder Wirklichkeit? Die Suche nach Atlantis. Lebensaufgabe für unzählige Abenteurer und Forscher. Er hat der Welt diesen Floh ins Ohr gesetzt. Platon, Philosoph, Grieche. Sagenhaft reich und sagenhaft mächtig, so beschreibt Platon Atlantis, das Inselreich, das irgendwo in den Weltmeeren versunken sein soll. Atlantis ist natürlich tatsächlich die Frage, gab es mal eine Hochkultur, von der wir überhaupt noch nichts wissen? Gab es vielleicht schon zu Steinzeitzeiten irgendeine grandiose Überkultur, die schon über technologische Fähigkeiten verfügt hat, wie wir sie heute haben? Oder eben nicht? Das steckt tatsächlich dahinter. Was war da? In zwei Büchern beschreibt Platon Atlantis. Die stolze Stadt soll sich auf einer Insel erhoben haben, inmitten einer fruchtbaren Ebene, durch Kanäle verbunden mit dem offenen Meer. Im Zentrum ein gewaltiger Tempel mit goldenen Mauern. Geweiht dem Meeresgott Poseidon. Viele Jahrhunderte lang sollen Glück und Wohlstand geblüht haben in Atlantis. Dann aber werden die Könige übermütig und überziehen den Erdkreis mit Krieg. Es folgt die Strafe der Götter. In nur einer Nacht und einem Tag geht das mächtige Atlantis unter, in Feuer und Wasser. Seit Platons Zeiten sind Menschen auf der Suche nach Atlantis. Lag es bei den Steinkreisen der Bretagne?
Oder auf Helgoland? Gibt es Spuren in den Eiswüsten Grönlands? Oder irgendwo im feuchtheißen Dschungel? Gefunden wurde bisher nichts. Mut macht den Atlantis-Jüngern der Fall Troja. Kein ernstzunehmender Archäologe glaubte an die Existenz der legendären Stadt, bis Heinrich Schliemann sie ausgrub. Ein Außenseiter, der die Fachwelt düpiert. Könnte so etwas auch mit Atlantis geschehen? Schliemann ist natürlich das Paradebeispiel für all diejenigen, die heute noch auf der Suche sind, danach solche historischen Plätze wiederzufinden, solche historischen Mythen auszugraben. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass es die gibt, dass die das machen und dass sie immer wieder und immer wieder, ganz offen gesprochen, so ein bisschen wie die Hämorrhoide am Hintern der Wissenschaft pieksen und sagen, Moment mal, das kann nicht stimmen. Das, was ihr da bis jetzt erzählt habt, das reicht nicht. Laut Platon befand sich Atlantis vor den Säulen des Herakles. Im Altertum die Bezeichnung der Straße von Gibraltar. Ein Hinweis, der die Suche auf den Atlantik ausdehnt. Der Verdacht fällt zunächst auf die Azoren. Doch Spuren einer versunkenen Stadt sind dort nicht entdeckt worden. Müssen wir noch weiter westlich suchen? Ende der 60er Jahre richten sich alle Hoffnungen der Atlantologen auf die Bahamas. Im Meer vor der Insel Bimini hatten Taucher rätselhafte Steinformationen entdeckt. Die Überreste einer Straße von Atlantis? Geologen verderben den Spaß. Die Steinquader sind natürlichen Ursprungs. Dann wird der Mythos häufig relativ schnell kaputt gemacht, weil dann dieser in Anführungsstrichen gesunde Menschenverstand der Naturwissenschaften auf einmal zuschlägt und sagt, das kann gar nicht sein, was du da behauptest. Da kann nie eine Stadt gewesen sein, weil dieser Boden ist 200 Millionen Jahre alt und der war schon vor 200 Millionen Jahren da unten. Der war nie oben. Dann bleibt von solchen Theorien nichts mehr übrig. Hat der alte Platon vielleicht nur geflunkert? Als Quelle nennt er den Athener Staatsmann Solon, der die Geschichte 300 Jahre zuvor bei einem Besuch in Ägypten gehört haben soll. Eine verlässliche Überlieferung ist das nicht. Manche Historiker glauben deshalb, man müsse die Ursprünge der Atlantis-Legende gar nicht weit weg im Westen suchen, sondern irgendwo in der Welt, die Platon persönlich kannte. Tatsächlich gibt es im alten Griechenland ein reales Vorbild. Im 17. Jahrhundert vor Christus explodiert der Vulkan von Santorin, löst einen Tsunami aus und zerstört griechische Küstensiedlungen. Das sind Standard-Folklore-Modelle, die dann häufig durch neue Entdeckungen, neue Ausgrabungen in die Kritik geraten. Und jedes Mal, wenn eine Standardtheorie in die Kritik gerät, sind sofort die Alternativtheoretiker da und sagen, Moment, erinnert ihr euch, in meinem Modell lässt sich das aber ganz einfach erklären. Die drei aktuellen Favoriten der Atlantis-Gemeinde, erstens Troja und Atlantis, sind identisch. Zweitens, Atlantis liegt im Schwarzen Meer, das plötzlich durch Wasser aus dem Mittelmeer geflutet wurde. Oder drittens, Atlantis ist die griechische Stadt Helike, die zu Platons Lebzeiten durch eine Flutwelle zerstört wurde. Wissenschaftlich beweisen lässt sich das alles nicht. Ob der alte Platon wusste, was er anrichtet? Oder wollte er vielleicht mit voller Absicht einen Mythos schaffen, der die Menschen über Jahrtausende beschäftigt und damit die Erinnerung an sich selbst wachhalten? Kein Mythos läuft sich jemals tot. Keiner. Nee. Es wird immer Anhänger geben. Und nicht zuletzt durch so ein Medium wie das Internet, wo sich die Anhänger dann auch relativ schnell finden. Deswegen wird jede Art von Mythos am Leben bleiben. Jede. Das lässt sich gar nicht wegerklären. Gibt man das Stichwort Atlantis in eine Internet-Suchmaschine ein, erscheinen mehr als 32 Millionen Treffer. Nicht schlecht, wenn das Ganze tatsächlich nur die Erfindung eines antiken Philosophen sein sollte. Viele der einschlägigen Seiten mischen seriöse Forschung mit Esoterik und Science Fiction. Ein Grenzfall der Wissenschaft. Aber wer weiß, vielleicht warten die Ruinen von Atlantis ja doch irgendwo in den Weltmeeren auf ihre Entdeckung. Und der alte Platon hat
hat doch recht gehabt. Unser nächster Fall. Sind wir allein im Universum? Oder gibt es sie doch, die Aliens und UFOs? Dezember 1979. Abfangjäger der kanadischen Air Force in höchster Alarmbereitschaft. Your target, 9 unknown objects heading south. Your target now 40 degrees right, 100 miles level. Roger, no sighting yet. Hold it. I have an unknown contact, 35 degrees right, 40 miles. Okay, Control, I have an identification. You won't believe it. Die Furcht vor fremden Besuchern ist unbegründet. Zumindest in diesem Fall. Ein Weihnachtsspaß von Luftwaffenoffizieren. UFO. Unidentified Flying Object. Unbekanntes Flugobjekt. Für die ernsthafte Forschung ein Problemfall. Tausende Sichtungen werden Jahr für Jahr protokolliert oder auf Amateurvideos festgehalten. Merkwürdige Lichter. Fälschungen? Reflexionen? Also das können sein Vogelschwärme, Vögel, Insekten, die von der Sonne angestrahlt werden, Flugzeuge, Wolkenformationen, alles Mögliche fliegt da oben rum. Bei denen, wo man es nicht weiß, dann muss man einfach sagen, ich weiß es nicht. Das sind ungefähr 6%. Also und 6% sind viel. Also das sind nicht ein paar, sondern das sind ein paar Tausend, wo man einfach nicht weiß, was es ist. Die häufigsten UFO-Meldungen kommen aus dem Südwesten der USA, aus New Mexico. Im Juni 1947 soll hier beim Luftwaffenstützpunkt Roswell ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt sein. Zeitungen, Rundfunk und die Wochenschau berichten über den Fund einer fliegenden Untertasse. Der Roswell-Zwischenfall ist der Startschuss zu einer regelrechten UFO-Manie. Was viele damals nicht wissen, tatsächlich entwickelt das US-Militär schon in den 40er Jahren Flugobjekte, die den vermeintlichen Alien-Untertassen durchaus ähneln. Die Wissenschaft ist sich weitgehend einig. Mit den geheimen Testreihen des Militärs und durch seltene Wetterphänomene lassen sich die meisten UFO-Sichtungen erklären. Doch einige Vorfälle geben bis heute Rätsel auf. Im August 1977 empfängt das Big Ear-Teleskop in Ohio ein Signal aus dem Weltraum. Es ist 72 Sekunden lang, 30 Mal stärker als natürliche kosmische Quellen und besteht aus offenbar sinnvollen Wiederholungen. Verblüfft kommentiert der diensthabende Ingenieur auf dem Protokoll der Aufzeichnung mit dem Wörtchen "Wow". Der Ursprung des legendären Wow-Signals ist bis heute ungeklärt. Ob es von Aliens stammt, lässt sich weder beweisen noch widerlegen. Das größte Vorurteil, was wir haben, dass wir alles wissen. Und das ist eben einfach falsch. Ich meine, wenn man es sich richtig überlegt, dann kann man tatsächlich feststellen, es werden immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Die sind so erstaunlich, dass man denkt, wieso hat man das nicht schon früher gefunden? Er glaubt schon immer seiner Zeit voraus zu sein. Für den schweizerischen Bestsellerautor Erich von Däniken besteht schon lange kein Zweifel mehr an der Existenz von Aliens. Eine Reihe zwingender Indizien berechtigen heute zur Annahme, dass dieser Planet vor Jahrtausenden von einer außerirdischen Rasse besucht wurde. Könnten die rätselhaften, kilometerlangen Linien in der Wüste von Peru tatsächlich Landebahnen für außerirdische Raumschiffe sein, wie Däniken behauptet? Wissenschaftlich nachweisbar ist Leben in fernen Galaxien mit den derzeit zur Verfügung stehenden Methoden nicht. Und selbst wenn es sie gäbe, ob sie freundlich oder feindlich gestimmt sind, wie sie aussehen, welche Fähigkeiten sie haben, alles reine Spekulation. Wie
Wie stellen Sie sich Lebewesen im Weltraum vor? Vielleicht fliegend? Ich kann mir vorstellen, dass im Weltall die Formen ungefähr ein bisschen kantiger sind. Nein, Aarerde nicht. Aarerde nicht. Im Weltraum nicht. Aha. Brauche auch nicht. Ohren, die sind eingeschrumpft. Ah ja. Das ist er. 1995 sorgt dieser angebliche Geheimfilm weltweit für Aufregung. Ein Außerirdischer wird obduziert. Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf. Warum sehen Aliens in unserer Fantasie immer ein bisschen so aus wie wir selbst? Ich denke, das ist derselbe Grund, warum Gott oft als alter Mann dargestellt wird, weil wir uns gerne Unbekanntes nach dem eigenen Bild formen. Ja. Aber die Fakt ist, wir wissen nicht, wie sie aussehen. Vielleicht bestehen sie nicht mal aus demselben Stoff wie wir. Wir wissen es nicht. 1977 schickt die NASA ihre Voyager-Raumsonden in die Tiefen des Alls. An Bord eine goldene Platte mit Daten über die Menschheit, in der Hoffnung, sie werden gefunden und irgendwann entschlüsselt. Bisher ist noch keine Antwort zur Erde zurückgekommen. In jüngster Zeit ist die Suche ein gutes Stück vorangekommen. Laufend werden neue Planeten entdeckt, auf denen Leben möglich sein könnte. Ist der erste Kontakt mit den Aliens also nur eine Frage der Zeit? Aufgrund der großen Distanzen ist es nicht einfach, ein Signal von Außerirdischen zum Beispiel überhaupt zu finden. Also wenn es einen anderen Planeten gäbe, der so wie wir Radio, Fernsehen und andere elektromagnetische Quellen hat, die sich vom Rest des Universums in irgendeiner Art und Weise unterscheiden, dann muss man den auch finden können. Und in diesem riesigen Heuhaufen, der ist ja nun wirklich sehr riesig, eine winzig kleine Stecknadel zu finden, das wird sehr schwer. Ein Heuhaufen mit unendlichen Weiten. Vermutlich noch sehr lange eines der großen Rätsel der Wissenschaft. Die Bilanz in Sachen Aliens ist zwiespältig. Denn ob sie unsere Erde wirklich schon einmal beehrten, wann und wo auch immer, darf mit Recht bezweifelt werden. Aber dass es irgendwo im Weltraum außerhalb der Erde Leben gibt, ist durchaus möglich. Kann schon sein, dass wir nicht ganz alleine sind im großen All. Ob das ein Trost ist oder Grund zur Furcht, bleibt offen. Bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History, klapprige Anfänge. Dann der mörderische Irrweg der Bombennächte. Am Ende die Illusion vermeintlich sauberer, chirurgischer Schläge. 100 Jahre Luftkrieg. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History, Geheimnisse der Geschichte.